Robin Choi, 0-1 verloren im Spitzenspiel hier beim KSC. Wie fühlt sich das so kurz nach dem Spiel an? Bitter, glaube ich. Wir haben eigentlich, außer vielleicht am Anfang, die erste Viertelstunde, haben wir eigentlich relativ gutes Spiel gemacht. Es ging hoch und runter, unendlich viel gelaufen. Ich glaube, wir haben immer dumme Fehler gemacht, mit langen Bällen zu spielen und so. Das ist nicht unser Ding eigentlich. Und gerade auf die zwei großen Innenverteidiger war das auch sinnlos. Und ich weiß nicht, das müssen wir wieder ändern, müssen wieder mehr Fußball spielen. Und dann wäre das, glaube ich, auch ein bisschen anders hier ausgegangen. Ich habe auch einen guten Auftritt von der Fortuna erlebt, aber so ein bisschen verschlafene erste 10 Minuten, zumindest von außen. Wie hast du das auf dem Platz erlebt? Ja, wie gesagt, ich glaube, die erste Viertelstunde, 10 Minuten haben wir ein bisschen verpennt. Da waren wir nicht ganz so drin, nicht so ganz so griffig. Wir wussten, dass wir Fink und so, waren nur auf Konter aus. Und das haben wir dann halt einmal zugelassen, dumm den Ball verloren leider. Aber das passiert und klar, wir hatten dann noch genug Zeit, das auszubaden, haben es leider nicht geschafft. Ich habe trotzdem auch gute Chancen gesehen, von Kessi zum Beispiel. Inwiefern nervt es euch, Komplimente für euer Spiel zu bekommen, auch wieder gegen den KSC gut mitgehalten zu haben, aber am Ende zu wenig Punkte für die Leistung zu bekommen? Ja, Komplimente sind immer schön, ja, aber im Endeffekt bringt das uns nichts. Wir haben 3 Punkte hier liegen lassen. Die hätten wir sehr gut gebraucht, um nochmal ein bisschen da oben mitzuspielen. Jetzt müssen wir wieder regenerieren, jetzt kommt Wehen und mal gucken, was wir da machen. Darf man heute am Karnevalssamstag den Frust doch mal runterspülen? Also, keine Ahnung. Also ich bin eh nicht so der Karnevalstyp, ja, aber mal gucken, mit 1-2 Bierchen vielleicht oder so. Das war's dann, glaube ich, auch. Danke dir. Ja, Christoph Menz, 0-1 am Ende im Spitzenspiel gegen KSC. Ich habe eine gute Fortuna gesehen. Leider eine, die heute ohne Punkte nach Hause fährt. Kannst du beschreiben, wie es in euch aussieht, so nach dem Spiel? Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt hier die schlechtere Mannschaft verloren hat. Aber leider haben wir die ersten 10 Minuten ein bisschen verschlafen gehabt. Sind ein schlechtes Spiel reingekommen, haben dann aber die erste Hälfte dominiert. Aber letztendlich, wenn du da keine Tore schießt, dann machst du wahrscheinlich auch keinen Dreier. So war es leider heute. Und zum Strafraum oft relativ ansehnlich gespielt, aber so der letzte Kick hat einfach gefehlt im 16. Also war Karlsruhe nur dieses eine Tor besser oder vielleicht auch so ein bisschen abgezockter? Kann man jetzt unterm Strich so stehen lassen, klar. Ich meine, die haben jetzt mehr oder weniger verteidigt, hatten jetzt, glaube ich, aus dem Spiel raus dann 1-2 Chancen. Klar, verkonnt dann auch hinten raus, was normal ist, wenn man aufmacht, dann. Aber jetzt nichts Zwingendes, deswegen war das unterm Schluss schon die abgezockte Mannschaft. Ja, leider, ja. Inwiefern nervt es aus Sicht der Fortuna, Komplimente zu kriegen fürs Spiel, aber zu wenig Punkte unterm Strich? Ja, sehr bekannt. Das Lob kann man sich nicht kaufen. Klar, nimmt man das irgendwie mit, dass man weiß, man ist irgendwie schon auf dem richtigen Weg, aber zum Fußball gehören einfach mal 3 Punkte. Und das hat der KSC jetzt und der davor gemacht. Nicht schön, aber dafür effektiv. Es ist Karneval gerade. Muss man heute den Frust wegspülen? Da müssen andere Leute fragen. Okay, danke. Okay, Uwe. 0-1 im Spitzenspiel hier beim KSC. Ich habe von außen eine verschlafene Anfangsphase der Fortuna gesehen, aber schon eine sehr vorzeigbare erste Halbzeit, wo man auch dran war an einem Ausgleichstreffer. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich empfand es insgesamt über die gesamten 90 Minuten als unheimlich unruhig von beiden Seiten. Ich glaube, dass der KSC am Anfang so mit der Euphorie der vielen Siege des Publikums im Rücken uns ein Stück weit den Schneid abgekauft hat. Ich glaube, symptomatisch war schon ein Stück weit dieses 0-1. Jetzt haben die dann einfach eine falsche Entscheidung, trifft den Ball sich an den Dribbling. Allerdings natürlich auch über die Flanke das Tor trotzdem zu verhindern gewesen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich die Qualität des KSC. Eine punktgenaue Flanke, ein sehr gutes Einlaufverhalten. Mit diesem 0-1 besteht natürlich die ganz, ganz große Gefahr, dass so ein Spiel hier beim KSC auch mal sehr früh zu Ende sein kann. Aber das ist eine Qualität der Mannschaft, dass das eben nicht passiert. Wir haben uns im Verlauf der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel hineingefunden. In Phasen, in denen wir die Spielidee, flach über das Zentrum zu spielen, beherzigt haben, habe ich uns auch wirklich stark gesehen. Da gab es einige gute Möglichkeiten an den Strafraum herum. Keine so hundertprozentig zwingende Aktion, aber ein paar sehr ordentliche Torabschlussaktionen. Wir haben es darüber hinaus
mit der Ausnahme von ein, zwei Kontern eigentlich auch verhindert, dass Karlsruhe selbst gefährlich wird. Allerdings haben wir in der Voranalyse schon gesehen, dass wenn der KSC mal die Führung ist, gerade zu Hause, der eigentlich sehr stark auf den Verwaltungsmodus umstellt und nur noch situativ kontert. In der zweiten Halbzeit wollten wir unbedingt vermeiden, frühzeitig dann das 0-2 zu kassieren. Ich glaube, da hatten wir dann zu Beginn in einigen Situationen etwas Glück. Irgendwie auch immer den letzten Fuß noch dazwischen. Und dann gab es natürlich wirklich eine Phase, in der wir den Ausgleich hätten erzielen können, wo wir sehr gute Ansätze hatten, wo wir gerade nach der Umstellung auf 4-1-4-1 mit zwei spielerischen Typen hinter Kater aus meiner Sicht den Gegner noch auf einige Rätsel gestellt haben. Dort haben wir aber mit Ausnahme der Chance von Kater im 1 gegen 1 gegen den Torwart nicht zu 100%ig Zwingendes gehabt. Wir konnten uns bei Standardsituationen nicht so durchsetzen. Und deswegen, glaube ich, ist am Ende die Niederlage, dieses 0-1, irgendwo auch schon gerechtfertigt. Auch wenn ich jetzt hier vom Gastgeber einiges an Lob eingeheimst habe und das vielleicht optisch ein sehr ausgeglichenes Spiel war, so muss man doch ehrlich sein, dass uns ein Stück weit die Mittel gefehlt haben. Und wir leider Gottes, und das ist so der Punkt, der Ansatz, den ich bei der Mannschaft etwas kritisiere, wir leider Gottes in zu vielen Phasen des Spiels so eine Mischung hatten aus Mutlosigkeit und viel zu frühen langen Bällen. Das war nicht die Spielidee und meiner Meinung nach hat uns der KSC so in diesen Übergangsphasen um die Mittellinie herum genug Platz gelassen, um Fußball zu spielen. Und das haben wir nicht nachhaltig genug getan. Du sprichst es jetzt schon ein bisschen an, dass man wieder viel Lob bekommen hat für den Auftritt, die eigentlich auch schon in den letzten Wochen. Gefühlt aber zu wenig Punkte für die Leistung wieder mal. Inwiefern nervt das einfach? Naja, ich glaube, jetzt ist es gar nicht so sehr an der Zeit, jetzt darüber zu sprechen, dass Dinge nerven, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach auch die Konstellation der Fortuna sehr, sehr genau analysieren. Und als das, was ich so als Hinrunden-Fazit ausgegeben habe, das hat sich jetzt so ein Stück weit bewahrheitet, dass wir in den 1-zu-1-Duellen gegen Mannschaften, die sich jetzt als Top-Teams herauskristallisieren, eben nicht in der Lage sind, einen Dreier zu setzen. Das war letzte Woche gegen Bahrain so. Das war auch heute so. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich will das auch nicht permanent zu kritisch sehen, aber du hast selbst eben gelächelt, wenn man hier aus dem Fenster schaut. Dann fragt sich der KSC, auf welchem Platz trainieren wir denn heute? Und wir haben gar keinen. Das hat sich aus meiner Sicht heute sehr, sehr stark bemerkbar gemacht. Wir konnten keine Standardsituation vernünftig einstudieren. Die Umstellung war notwendig durch die Sperre von Mike Kegel. Aber wir haben schon unter sehr, sehr schwierigen Verhältnissen diese Woche arbeiten müssen. Das ist mit Sicherheit ein Fakt der Analyse. Das ist vielleicht ein Grund, warum wir nach dem Winter dann schon auch immer in Probleme geraten. Darüber hinaus ist es mit Sicherheit so, dass wir unser Spiel ein Stück weit verändert haben, nur in Nuancen. Wir sind ein bisschen verschnörkelter geworden. Wir ziehen eine gemeinsam erarbeitete Spielidee nicht mehr in dem Maße durch, wie ich das vorgebe. Und all diese Faktoren, die sorgen am Ende dafür, dass es eben kein 1-0 für uns ist, sondern 0-1. Damit kann man als Fortuna Köln beim KSC natürlich objektiv betrachtet hervorragend leben. Das ist nicht mein Ehrgeiz. Das heißt, wenn ich dich fragen würde, was du als Lehre der Saison dir gerne wünschen würdest bei der Fortuna, dann ist es schon vor allem die bessere Infrastruktur, um durch den Winter besser zu kommen? Naja, man muss sich die Frage stellen, was man möchte. Und ich trage jede vorgegebene Form mit. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist wahrscheinlich dann nachhaltig mehr nicht drin, weil natürlich gute Bedingungen ein Stück weit auch zur Hinführung auf ein Spiel dazugehören. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir im Spiel Dinge so ein Stück weit verfremden. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, da müssen wir zu unseren Tugenden zurückkommen, die uns stark gemacht haben. Ich habe eine sehr, sehr klare Idee bei der Kaderzusammenstellung ausgearbeitet. Ich glaube, die Spieler haben zu Beginn der Saison gespürt, wie sehr das auf ihre individuellen Fähigkeiten zugeschnitten ist, wie sehr wir uns als Team bei der Kaderzusammenstellung, bei der Art, wie wir miteinander arbeiten, Gedanken
gemacht haben, dass die Dinge zueinander passen. Und da müssen wir logischerweise wieder eine höhere Nachhaltigkeit auch wieder erschaffen. Dann sind wir mit Sicherheit auch in der Lage, aus so einem 0:1 beim KSC ein 1:0 zu machen. Und nochmal, es ist eben nicht mehr so, dass wir in solchen Spielen 0:3, 0:4, 0:5 runtergehen und völlig chancenlos sind. Es sind nur noch Nuancen und an denen müssen wir arbeiten. Und dort, wo wir die Möglichkeit haben, die Stellschrauben zu verändern, sollten wir es logischerweise tun. Danke dir.